Herzlich willkommen zurück im Fallout 76 Universum. Diesmal bin ich allein unterwegs. Ich bin gerade hemmungslos überfordert, was ich hier alles tun kann, so ein Scheiß.
war so ein Schock, wenn ich da. Aufseher Logbuch, Flatwoods. Mein Gott, hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das, naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Seine Stimme, wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Wolf-Training erinnern. Zuerst überleben. Ich lege Ihre Tests ab und das sollten Sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme.
Okay, ich traue mich die ganze Zeit schon nichts mehr zu sagen hier. Weil das so spannend ist. Okay, Freak, danke für den Host. Hast du keinen Bock mehr gehabt? Wolltest du nicht mal weiterspielen für heute, oder? Ja, Leute, herzlich willkommen. Alle, die jetzt gerade drüben waren, falls da noch einer da ist und nicht alle abgeschaltet haben. Ich weiß es ja nicht. King ist auf jeden Fall schon mal da. Oder Freak, ich weiß nicht, wie ich abkürzen soll. Alles klar. Okay, also hier draußen scheint nichts mehr zu sein. Dann geh ich rein. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas im Auge. Also bis jetzt extrem geil, finde ich. Extrem geil. Also ich habe weniger erhofft, sagen wir mal so. Weil das, was sie mittlerweile alles bieten in der Beta, schon sehr gut. Ja, kommt her. Komm. Put. Ich geh runter, ne? Jo. Also grundsätzlich von der Beta her bin ich jetzt schon überzeugt. Oder vom Spiel bin ich jetzt schon überzeugt, sagen wir mal so. Aber wenn man Fallout 4 gespielt hat, ist man auf jeden Fall schon mal mehr im Spiel drin als. Als Nicht-Fallout-Spieler. Dass die Zombies jetzt oder die Ghule auch schießen können. Dass sie nicht noch so intelligent sind, dass sie auch Waffen bedienen können. Beispielsweise sogar Taktiken haben, um gegen einen vorzugehen und so. Na gut, ein paar kleine Bugs gibt's noch, wenn sich die Dinger nicht bewegen. So, hier muss ich ran, okay. Gucke ich aber nochmal, auch hier ist noch eine Waffenbank, das ist gut. Da kann ich gleich mal ganz Zeug reparieren und mir juckt das gerade im Nacken. Ist ja fies.
Auch eine Versteck des Aufsehers. Ich nehme alles mit. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Ich habe den Flugschein nie abgeschlossen. Wer hätte gedacht, dass der Flugplatz mal zur Situation wäre? Was hat diese Leute getötet? Diese Krankheit, diese verbrannten Infektionen. Sie ist überall. Sie ist alles. Menschen, Tiere. Was noch? Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Diese Raketensilos sind vielleicht unsere einzige Waffe im Kampf gegen diese Plage. Die ändert ihre Meinung auch ständig. Es handelt sich um eine Art Infektion. Sie treibt die Leute in den Wahnsinn. Irgend so ein großes Tier, die Brandbestie, überträgt diese Krankheit. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Wir finden die Ursache für diese verbrannten Säulen und löschen sie ab, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ja, das habe ich doch gerade eben schon gehört. Ihre Arbeit fortführen. Das sollten sie auch. Ich habe nicht wiederholen gedrückt. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Das war in dem Holoband gerade doppelt aufgesprochen. Das bedeutet, entweder wird die auch schon wahnsinnig oder das stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Kostenloses Zeug nehme ich immer. Freiwilligen Training. Das ist das, was ich euch schon gemacht habe. Von den Responsern oder wie das. Responsern. Eine der Fraktionen, die man hier in dem neuen Fallout-Teil findet. Anscheinend waren das die, das eine Gruppe aus, das habe ich gelesen, aus Polizisten, Feuerwehrleuten, Ärzten und allen möglichen Helfer quasi, also Service-Helfern, die sich zu der Gruppe zusammengeschlossen haben, um halt ja, zu helfen. Was anscheinend aber innerhalb von 20 Jahren ganz schön in die Hose gegangen ist. So, da ist ein Bot. Was ist denn hier mit Bot? Sie, da. Ich erkenne Ihren Anzug. Ihre Aufseherin war hier. Sie meinte, ich soll nach Ihnen Ausschau halten. Das ist schön. Hast du denn das, was ich... Achso, du hast Zeug, alles klar. Bauplan, Lederrüstung mit Taschen. Ja, ich könnte ein bisschen was an Zeug vertragen. Muss ich auch ein bisschen was verkaufen, so wie das aussieht, ne? Okay, machen wir jetzt erstmal... Achso, das wird also direkt. Ach, das wird doof. Das war bei dem anderen Fallout besser geregelt, den Handel. Da konnte man erstmal Sachen auswählen, die man haben wollte, dann quasi einen Gegenwert austüfteln und dann hat man quasi noch Differenz bezahlt oder hat halt wieder was zurückgekriegt oder noch ein klein bisschen was draufgezahlt, irgendwie sowas. Gut, dann machen wir mal... Schrott. Sortieren. Verkauft. Technische Daten.
diverses technische Daten. Wird die bald machen. Wer weiß, wozu so eine kurze. Was habe ich hier noch? Schlammboden, so. Das ist alles nichts wert. Lass mir das erstmal. Kann ich hier noch rein? Aber was? Wie sieht's aus? Kleine Vorratskammer. So. Nur Schrott ist. Batterie. Sprengstoffkiste, okay. Sprengstoff ist immer gut. Ich brich das ab. Eine Cola-Granate. Eine Splittermine, sehr gut. So wie hier. Kann ich das auch mitnehmen? Nein. Holzreste. Eine Cola, Rezeptköder, abgekochtes Wasser. Summen geht aber ein bisschen noch ein Sack. Na, Schraubenschlüssel brauche ich alles nicht. Oh, hier ist eine Laborstation. Gegenstände verwerten, gesamten Schrott verwerten. Jawohl. Die kann auch verwertet werden. Und. Gucken wir gleich nochmal hin, was ich noch herstellen kann. Das Gesumme ist ja echt nervenraubend. Zugebaut. Mhm. Okay, was kann ich noch herstellen hier? Na, abgekochtes Wasser auf jeden Fall. Bestimmtes Simpack. Oh, okay. Munition, Schießpulver herstellen. Ja. Und schmelzen brauche ich nichts. Gut. Benötigt Terminal. Okay. Das Terminal kann ich anscheinend nicht benutzen. Ist hier noch irgendwas aktiv? Nee. Okay, also die ganzen Terminals kann ich nicht benutzen. Okay. Hat sich das auch erledigt? Hier noch was Interessantes? Nö. Kann nichts herstellen. Na gut. Also manche backen echt noch. Schade, dass ich die noch nicht benutzen kann hier. Da kann man Powerrüstungen einklemmen und dran arbeiten und so. Das wäre noch Weltklasse. So, Kaffeele bei Planke, Wurfmesser, das interessiert mich alles nicht. Modifizieren. Was immer, wo ich mal das Ding her habe. Guck erstmal bei der, bei meiner 10 mm. Da kann ich nichts anders machen, schade. Im Jagdgewehr kann ich auch nichts herstellen. Pumpgun. Nope. Nope.
Schade, ich kann da nichts herstellen. Gut. Wo musste ich jetzt rein? Ne, hier war der Computer, genau. Ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Ne, also... Keiner hat was gesehen. Alles einmal angucken. Ja, freiwilligen Forschungstraining. Lager bauen. Übertragene Koordinaten. Okay. Stufe 8 erreicht. Schön. Okay, gefällt mir. Coole Nummer. Das ist verstecktes Aufwärts, aber da darf ich. Das ist nicht mein Lager. So, hör dir Freiwilligentraining an. Holos. Freiwilligenprogramm für Responder, fortgeschrittenes Training. Ein Lager errichten von Miguel Caldera. Ausnahme Roboterprogrammierer. Teil 1. Internetbau fürs Lager finden. Nachdem sich die Welt nun verändert hat, ist es schwierig, sicher zu bleiben. Früher war Kämpfen absolut sicher. Naja, außer es gab starken Wind. Heutzutage ist nichts wirklich sicher. Selbst in einem Lager kann einem etwas zustoßen. Der perfekte Ort ist mittlerweile egal. Es dreht sich alles um die Verteidigung. Man kann in der Nähe von Leuten bauen, denen man vertraut und die einen beschützen, oder Dinge bauen, die einen beschützen. Kein Problem. Das kann jeder. Nicht vergessen, Lager sind mobil. Wir alle sind jetzt Entdecker, die in einem seltsamen Land voller Abenteuer, Staunen und Gefahren ihr Lager aufschlagen. Schlag es also oft auf und ruh dich gut aus. Vor dem Krieg wollte ich mich zur Ruhe setzen und nur noch kämpfen. Jetzt kann ich das jeden Tag tun. Immer. Mein Traum ist wahr geworden. Hey. Man soll das tun, was man mag, oder? Ja, ich glaube ja. Also, komm in mein Lager, dann zeige ich dir ein paar Knoten und Aufbautechniken. Außerdem erfährst du, wo es nützliche Vorräte gibt. Viel Glück, Freiwilliger. Okay. Gut, ich muss aber jetzt erstmal hier die Karte gucken. Tiere und Fernen, die interessiert mich gerade nicht. Das ist mein Camp, okay. Okay, dann will ich jetzt mal eine Schnellreise zu meinem Camp machen. Ich dachte, ich habe das abgerissen, aber anscheinend doch nicht. Mann! Was ist denn das?
nehmen. So. Das Zeug ist respawned. Sehr gut. Nicht gut. Das haben wir letztes Mal schon alles eingesammelt. Noch eine 10mm Pistole, meine Güte nochmal. Okay. Was ist das? Oh ja, gut. Okay. Hauptsache mir brennt jetzt nicht die Tasche durch oder so. Okay, ich muss mich mal eben kurz mit den Quests vertraut machen hier. Okay, also ich muss einmal. Event, das ist da unten, mach dich mit der Forschung vertraut. Riesige Karte. Riesige Karte. In den nächsten Tagebuch Eintrag in Wealth. Forschung. Event, Event, Event. Und wo ist denn das andere? Achso, ich muss den Sender einschalten. Radio. Okay. Also muss ich erstmal weiter nach oben wieder hinreisen. Also, da schnell raus. Kostet auch 15 Kronkorken, alter Schwede. Ja gut, mir egal. Meine Lagerkiste. Wunderbar. Okay. Bauplan Laborwerkstatt. Ja, den kenne ich anscheinend schon. Alles lernen, was geht. Givi hat einen Raid gestartet. Okay, anstatt ein Host. Rating mit zwei Leuten. Hallo, Givi. Ich sehe es jetzt erst. Weil ich habe eingestellt, dass Raids keine Einblendung kriegen, keinen Sound haben. Also falls du da bist oder noch da bist, hallo. Wagen Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte in Ödland. Also im vierten in Fallout 4 haben die wesentlich schneller gesprochen. Medizinische Vorräte. Das ist ein Mini-Bunker. Patron. Ist schon wieder überladen? Kann doch gar nicht sein. Tatsächlich überladen. Ach man, dieses Überladen geht einer von Keks. Ich glaube, ich muss doch irgendwo ein Lager aufschlagen und mich irgendwo einsiedeln, damit ich eine Kiste bauen kann, etc. Ich Levelaufstieg mache ich nochmal eben schnell. Wenn ich das schon mal hinter mir habe. Ja, ich möchte es öffnen. Hey, Hacker. In mein Haus kommen keine Kinder, es ist kindersicher. Aha, aha, aha.
Scheiße. So, und ich möchte gerne einen Punkt auf... Ausdauer, denke ich mal, ja. Das ist nicht verkehrt. Das nehme ich. So, was kann ich aufrüsten? Den... Habe ich nicht einen Hacker neu gekriegt? Achso, der ist schon automatisch da drauf. Okay. Alles klar. Ups. Wo war das noch? Ausrüsten? Rang erhöhen. Jawohl. Rang erhöhen. Ich drücke mal Escape. So, kann ich das hier auch Rang erhöhen oder muss ich erst ausrüsten? Muss ich ausrüsten? Ausrüsten. Heilmagen. Heilmagen und Durstlöscher. Sind doch. Ne, das sind zwei verschiedene Karten. Du nimmst das mal wieder starten und durch Essen und Trinken. Okay, alles klar, dann halt alle drei. Mir soll es ja egal sein. Hat noch andere Karten? Ja. Reiseapotheke. Extra Wurst hatte ich nicht und den hatte ich noch. Was war das noch? Der gehört mir zur Stärke. Ja, Schrottgegenstände wegen weniger. Alles klar, dann nehmen wir das so. So, jetzt muss ich wieder was trinken. Und noch eine Kleinigkeit essen. Fleisch und Bohnen. Ja, nämlich. Gut. Bin ich immer noch überladen. Okay. Diverses. Oh, mir juckt das schon wieder. Oh. Sortieren. Hier wiegt irgendwie nichts. Dann hier. Sieht doch auch alles nichts. Na ja, gut. Das insgesamt könnte was wiegen, ne? Holzreste. 0,4 mal 252. Wenn ich das ablege, das ist schon mal dementsprechend weniger. Okay, alles klar. Gut, ich muss hier ein kleines Camp bauen. Das hört sich gerade so an wie ich habe eine Wespe getötet und dann kommt der ganze Schwarm. Warten kurz, bis ich wieder aufgeladen bin. Ich will mir das so oben noch einmal angucken. Ich wollte gerade sagen, was für ein idyllisches Plätzchen. Dann habe ich die Gesteinsformation gesehen und meistens ist ja dann irgendwas ganz, ganz schlimm. Und doch nicht, okay. Gut, ich baue hier oben ein Lager. Und zwar mit Z. Dahin. 90, nee, doch nicht, 9 kostet, alles klar. Okay, bauen. Böden.
Holz habe ich ja genug. Bauen, modifizieren, wechseln. Z, da steht es doch. Also das kann ich so tauschen. Plötzlich oder mit C. Wände, Dächer, Treppen, Türen, Herstellung, Geschütztürme, Bauen. Generator kann ich auch schon bauen. Mensch, Anschlüsse, Licht. Essen ist noch gesperrt. Wahrscheinlich muss ich da. Okay. Wasserpumpe. Ja, gut. Außen. Geräte. Geräte kann ich schon einen Grill herstellen. Bett, Stühle, Behälter. Meine Lagerkiste. Das ist schon mal das Wichtigste. Das Ding. Schon mal hingebaut. Wird irgendwie in der Luft, aber okay. Regale, Tische, Wanddeko, sonstiges. Also Boden. Boden. So, Wände. Wände. Gibt's noch was mit Fenster? Eine Menge. Das ist alles noch nicht freigestellt. Okay, Wände. Da eine hin. Da. 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 Wechseln wahrscheinlich, genau. Arbeiten. Da rein bitte. Sehr gut. So, wieder wechseln. Was soll da noch eine hin? Jetzt brauche ich Türen. Tür. Kann ich hier nicht reinbauen? Okay. Verschlankung mit. Bewerten. Wechseln. Teil muss an einen bestehenden Teil eingerastet werden. Ja, aber an welchem? Können wir auch erstmal ein Dach aufsetzen, so ist nicht. Mit Vordach oder ohne Vordach?
ich mich jetzt halt erst um die Herstellung statt um die Tür. Warum auch immer ich keine Tür einbauen darf. Jetzt hat nicht die Kiste im Bild oder so. Ich darf sie definitiv nicht bauen. Warum darf ich sie nicht bauen? Ist rechts. Okay. Alles klar. Aber trotzdem darf ich sie hier nirgendwo bauen. Warum nicht? Gut, dann brauche ich mir erstmal eine Kochstation. Die wollte ich sowieso ja dann hier rein haben. Und zwar dahin. So. Nagelbretter darf ich anscheinend schon bauen, okay. Ah, ist klar, jetzt habe ich Variationen mit... Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Also jetzt ja, nee, jetzt geht die Tür zu. Schöne blaue Tür. So. So, wie kann ich denn Modifikation geben? Verlassen wir das Geld. Oh. Kleines possierliches Häuschen. So, was ist da los im Chat? Ist da noch jemand da, oder? Ach, der King ist noch da. So ruhig, was ist los? Ich bin ein Freund vom wilden Chat. Bei mir kann gespammt werden und gejubelt werden, was er Zeug hält. Hauptsache, da ist was los im Chat. Ich gieße mir nochmal einen ein, bevor ich hier einschlafe. Achso, wenn du selber noch am Zocken bist, dann ist okay. Dann kann ich verstehen, dass man nicht gleichzeitig schreiben kann. Das funktioniert so gut. Das ist schön. Dann hört man hier wenigstens einer, der mir zuhört. So, Schrott. Das ganze Holz lasse ich mal hier. Dann lasse ich das Plastik hier. Ich lasse einfach mal das, die ganzen Rohstoffzeug-Gedöns lasse ich mal hier. Müsste ich ja gewaltig Zeug jetzt gespannt. Naja, auf gewaltig ist untertrieben. Okay, ich brauche an Waffen nicht. Also die brauche ich nicht. Die kann gelagert werden. Dann brauche ich ebenfalls. Und dann lasse ich mal eine 10 mm Pistole lasse ich hier. Oh. So. Die Splittermine lasse ich hier. Die Mollys kann ich nämlich mit. Der Grafikbug der Kiste im Hintergrund ist auch sehr interessant. So.
Simpack Super. Die lasse ich hier. Die Quantum lasse ich hier. Die Sherry lasse ich hier. Wackelpuppen Kronkorken. Kann eigentlich weg. Die lasse ich hier. Teebeeren-Saft lasse ich hier. Fallvorräte hier. Ja, doch, das lasse ich alles mit hier. So, und jetzt geht's wohin? Wir waren ja nur die Evente in der Nähe. Ach, der Nils ist da. Wie schmeckt der Whisky? Achso, King, Entschuldigung, ich hab deine Frage gerade überlesen. Nein, du kannst dir den Beta-Key auch vorher kaufen. Der kostet, was war das, 2,99 oder 3,99? Ist halt aber nur noch ein paar Tage die Beta möglich. Da gibt es immer festgelegte Termine für, aber das hast du ja sicherlich mitgekriegt. Wenn du bei Bethesda das Spiel vororderst als richtige Version, dann kriegst du auch den Beta-Zugang. Aber wenn du Geld sparen willst, dann kauft man sich natürlich bei MMOGA die Vollversion für, ich glaube, jetzt momentan noch 40 Euro statt nachher 60 Euro. Und kauft sich dann den Beta-Key für 2,99 und ja, hat halt 18 Euro immer noch gespart, ne? Ist natürlich wesentlich geiler, wie ich finde. Ja. Wenn der zu gut schmeckt, der Whisky, dann kannst du natürlich nicht mehr spielen, das ist klar. Aber dafür schmeckt der Whisky. Okay, ich muss dahin. Das dichteste dran ist. Hogwarts. Okay, dann mache ich da eine Schnellreise hin. Ja, ich bin schon ganz traurig, Nils, dass du leider nicht mit mir spielen kannst. Aber dann spiele ich halt alleine und du spielst ein bisschen nach.